Ja, die Gräfin Pappel ist eine Erzählung von Peter Hacks für Erwachsene, eine Erzählung, die hat er 1992 geschrieben, also kurz 2 Jahre nach der Konterrevolution, nach dem Ende der DDR, wie er es genannt hat, die Konterrevolution. Und er verarbeitet dann natürlich seine Situation, in der er sich befunden hat zu dieser Zeit, und zugleich ist es aber eine Autobiografie, wie er gesagt hat, oder er hat es auch gegenüber Heidi Urban de Jorgy als sein Candide bezeichnet, dieses Buch. Worum es geht in dem Buch, ist eigentlich die Geschichte eines Mannes, der aus seinem Geburtsland flieht vor den Nachstellungen einer etwas zudringlichen Frau. Was wenige wissen, und das ist eben die Gräfin Pappel, und was wenige wissen, ist, dass, oder was wenige bewusst ist, ist, dass er diese Story schon einmal erzählt hat, nämlich viele, viele Jahre vorher in dem Buch Das Windloch flieht der Onkel Titus auch vor der Nachstellung einer Frau in ein fremdes Land, in dem er künftig wohnen möchte. Und dieses Buch ist 1955 geschrieben worden. Und genau das Jahr, in dem Hacks von der Bundesrepublik in die DDR übergesiedelt ist. Und nun hat Hacks diese Gräfin Pappel 1992 geschrieben, also viele Jahrzehnte später. Und hat er diese Geschichte noch einmal geschrieben, und das doch mit einem deutlich traurigerem Ton, weil natürlich dieser Optimismus, diese Hoffnung, in ein Land zu kommen, in dem man dann leben kann, da natürlich hin war. Tatsächlich bildet Hacks in dieser Geschichte die DDR-Wirklichkeit oder die Wirklichkeit des Sozialismus ab, so wie er sie verstanden hat, indem er in dem neuen Land, in dem der Held, der heißt Philibert, eben dann sich bewegt ab sofort und vor dieser Nachstellung dieser Gräfin Pappel flieht, in 3 Welten kommt, nämlich in die Rieseninsel und die Oase Schönschein und zum Berg Teltow. Immer flieht er vor ihr, und diese stehen auch für die Bereiche, die Hacks gesellschaftstheoretisch am Sozialismus immer ausgemacht hat. Nämlich die Rieseninsel steht für diesen Komplex der Gesittung, für den politischen, wofür auch die ganze Partei steht, und die Oase Schönschein ist, wie der Name schon sagt, das Künstlerische, also das ist die Künstlergesellschaft, das ist das Ästhetische, und bildet dann da auch die ästhetischen Kämpfe ab, die stattgefunden haben. Und der Berg Teltow steht für das Wirtschaftliche, für die Produktionsintelligenz oder für diese Spezialistenklasse auch, oder das in gewisser Weise ist die Abfolge auch dann eine zeitliche Abfolge von Aufstieg, Blütezeit und Niedergang des Sozialismus, und all das kommt entsprechend bei Hacks zusammen in einem Gesamtbild, bei dem am Ende eben diese Ausbreitung der Pappel sowas wie eine Ausbreitung des Imperialismus oder des Sozialismus ist, des Kapitalismus ist. Und Hacks hat diese Flucht vor dieser Zudringlichkeit, glaube ich, für sich, genauso wie in Henriette und Onkel Titus, immer verstanden als eine Flucht vor dieser Bemühung, ihn zu korrumpieren, ihn auf die Seite der bürgerlichen Gesellschaft zu bringen. Er spricht ja noch kurz vor seinem Tod in dem Interview von den ungeheuren Anstrengungen, mich zu korrumpieren. Und ich denke, er hat da eine Metapher gefunden. Und das Besondere an der Erzählung ist einfach, dass sie zugleich sein Bild auf die Gesellschaft, auf die sozialistische Gesellschaft und auf die des Imperialismus und auf das Verhältnis des Systemkampfs oder diese Auseinandersetzung oder dem Kalten Krieg eben gibt. Und er hat es herrscht in diesem Land dieser Sturmkönig Eostro, der irgendwie einerseits das Prinzip des sozialistischen Herrschers oder das Prinzip des Sozialismus verkörpert, am Ende aber einfach dann tatsächlich wirklich nur noch eine Allegorie auf Gorbatschow ist, der eben quasi von der Pappel gewissermaßen gekauft wird, um dann eben den Sozialismus zu verraten. Also wir haben dann auch tatsächlich ein Abbild der politischen Theorieentwicklung von Hacks, wie er sie dann eben in der späten Zeit hatte. Also eine doch im Ganzen dennoch sehr bezaubernde und wunderschöne Geschichte, die jetzt viel politischer klingt oder viel, viel, viel klinischer klingt, als sie dann eigentlich ist, weil sie wunderschön geschrieben ist, und ja,
man darf sie gerne mal lesen, wenn man den Hax verstehen möchte.